Allahs Barmherzigen, Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Frieden und Segen auf den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, heute habe ich eine sehr schöne Sache für euch und eine sehr nützliche Sache. Und es geht sich ums Handy. Ja? Heutzutage benutzt ja jeder ein Handy und jeder läuft damit rum und man ist immer, hat immer irgendwie in der Tasche. Ja? Und ich bekenne das, ja, ich habe das Handy zu Hause gehabt, wo ist das, wo ist das, ist man am Suchen. Und es gibt Dinge und Mittel, die wir haben, wir können sie so nützlich machen, dass sie für uns im Islam viel Nutzen haben. Und man ist auch am Tag sehr viel beschäftigt, so dass wir viele Azkar und vieles Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Und vor kurzem, als ich an mein Handy geguckt habe, was für Optionen haben, ja, dann habe ich diese Option Erinnerung gefunden. Und dann habe ich gedacht, Erinnerung, ich setze mir eigentlich gar keine Erinnerung durch, so, ich schreibe mir keine Erinnerung aufs Handy, so dass er mich irgendwas erinnert. Dann habe ich mal aus, was heißt das, ich will nicht sagen aus Joke, aber ich habe mir das einfach eingegeben, habe ich einfach eine Erinnerung eingegeben, habe ich geschrieben, um Vergebung beten. Weil mir nichts eingefallen ist, ich wollte das ausprobieren, habe ich um Vergebung beten geschrieben und die Zeit gesetzt und einfach, obwohl ich das gar nicht vorhatte, habe ich auf täglich gesetzt, dass es mich täglich daran erinnert, was gar nicht meine Absicht war. Und habe das so eingesetzt, dann habe ich mich mit anderen Dingen beschäftigt und irgendwann hat mein Handy um diese Zeit geklingelt. Da schon wieder, wer ist das denn? Da bin ich dran gegangen, stand da so auf dem Display, um Vergebung beten. Dann habe ich gesagt, Allahumma firli warhamni, inna kanta al-ghafur rahim zum Beispiel. Ja, dann habe ich Allah um Vergebung gebeten. Dann habe ich mir gedacht, boah krass, guck mal jetzt, diese Erinnerung hat mich dazu gebracht, Allah azza wa jalla um Vergebung zu beten. Und ich weiß, dass der Prophet sallam mehr als 70 Mal um Vergebung gebetet hat. Und wie viel Vergebung muss ich beten? Und somit, liebe Geschwister, bin ich auf die Idee gekommen und ich glaube, jedes Handy kann das mittlerweile Erinnerungen setzen, die sogar auf Display gezeigt werden, was man da hingeschrieben hat. Ja, und habe mir gedacht, alles klar, gib das dem Bruder mit, dass jeder Bruder kann eine Erinnerung setzen auf sein Handy, zum Beispiel um Vergebung beten, um 3 Uhr, und dann setzen, dass du dich täglich immer erinnerst, wirst an diese Erinnerung, damit du das nicht ändern musst. Und du wirst sehen, ach, mitten am Tag wird dein Handy, was viele manche sagen, boah, dieses Handy, manche haben nicht mal Bock auf Handy, ja, die sagen, ich muss das nur haben, weil jeder mittlerweile über Handy erreichbar ist. Dann wirst du sehen, wie dieses Handy dich daran erinnert, Allah subhanahu wa ta'ala, um Vergebung zu beten. Und dann wird dieses Handy noch ein größerer Nutzen für dich, außer dass du die Leute erreichst, die du erreichen möchtest. Und mach diese weltliche Angelegenheit, wird dann dienstbar für dich sein, ja. Und du kannst mehrere Sachen, du kannst um Vergebung schreiben, du kannst schreiben, Subhanallah al-Azim sagen. Diese zwei Wörter, wo der Prophet sallam sagt, die sind schwerer, so schwer in der Waage und die sind leicht in der Zunge und die sind beliebt bei Allah subhanahu wa ta'ala, wirst du jeden Tag daran erinnert, weil wie gesagt, du hast meistens das Handy bei dir, außer du schläfst, ja, und manchmal haben sie sogar beim Schlaf dabei, du hast das Handy meistens bei dir und es erinnert dich mitten am Tag, während du voll mit etwas beschäftigt bist, holt dich aus dieser Beschäftigung raus, erinnert dich daran, ey, sag Subhanallah, Bahamdi, Subhanallah, Al-Azim. Und glaub mir, liebe Geschwister, probier das aus und du wirst sehen, also ich habe das auf jeden Fall in den letzten Tagen so auf Handy drin gelassen, weil das mir sehr gefallen hat, das hat mich so sehr bewundert, diese Sache. Ja, ich war zum Beispiel voll am Telefonieren mit jemandem, ich schläg auf, ich gehe weiter, auf einmal klingelt mein Handy, ich denke mir, hör, ich guck drauf, steht Subhanallah, Bahamdi, Subhanallah, Al-Azim sagen. Dann sagst du Subhanallah, Bahamdi, Subhanallah, Al-Azim. Ja, und du hast es gemacht. Natürlich machst du es danach mit mir, ja, oder um Vergebung bitten, oder dreimal um, bitte dreimal Bewahrung vor der Hölle, oder bitte dreimal für das Paradies. Und ihr kennt die Überlieferung vom Prophet a.s., dass wenn man dreimal um Vergebung für das Paradies betet, das Paradies wird sagen, bring ihn zu mir. Und wenn man dreimal am Tag um Bewahrung der Hölle betet, dann wird das, die Hölle sagen, lasse nicht zu mir kommen. Schau mal, ach, wichtige Dinge, wichtige Angelegenheit, ja. Und das alles nur durch eine kleine Funktion ans Handy. Ja, was man so viel Geld bezahlt für das Handy, sei es iPhone, Samsung, was auch immer, so eine kleine Funktion wird zu einem riesen Nutzen. Wird zu einem riesen Nutzen, wenn du jeden Tag daran erinnert wirst, Allah um Vergebung zu beten, gewisse Azkar zu sagen, gewisse Dua zu machen. Und wirst sehen, Achi, du wirst sehen, das wird richtig Spaß machen. Weil ich habe das jetzt die letzten 4-5 Tage aufs Handy gehabt und ich habe so die Erinnerung ein bisschen, ich habe so 3-4 Sachen dann mir aufgeschrieben, obwohl ich gar nicht diese Funktion aufs Handy gar nicht benutzen wollte, also dieses App wollte ich gar nicht benutzen. Aber ich habe einfach die Erinnerung jetzt gesetzt, immer auf täglich, und jedes Mal bam 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 klingt das Handy und dann steht irgendeine andere Sache da. Und dann steht Dua mache für Paradies dreimal. Dann mache ich Dua für Paradies dreimal, subhanallah, dann denkst du, boah, Alhamdulillah, das ist auch ein Gewinn am Tag. Das ist auch ein Gewinn am Tag, liebe Geschwister. Weil wir wissen,
Allah Azzawajal lobt diejenigen, die Allah viel gedenken und die viel Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und das ist, liebe Geschwister, schön, dass wir uns daran gewöhnen. Und vielleicht kommt ein Zeit, da hast du dich daran gewöhnt, dann machst du das von alleine. Da brauchst du diese Erinnerungen gar nicht. Aber wir wissen, wir sind schwach und wir leben in einer Gesellschaft. Und jetzt wird einer sagen, ja, aber okay, mit Handy, Dunya. Ja, ich weiß, Dunya sowieso. Aber erstmal, diese Dunya ist nicht verboten. Und zweitens, diese Dunya kannst du so machen und so wenden, dass dir die dienstbar ist. Und dir hilft, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Deswegen, liebe Geschwister, vielleicht mal darüber überlegen, versuch das mal aus. Gib mal eine Zeit. Ich würde sozusagen, wenn die Erinnerung setzt, so ab 10 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, so ein bisschen in den Tag hinein, wo du auch dein Handy meistens bei dir hast. Und du wirst merken, dass dann diese Sache für dich ein Nutzen ist. Und du wirst merken, dass du dann an diese Dinge erinnert werden willst oder an diese Dinge erinnern wirst, die du auch selber immer haben möchtest. Weil wir lesen meistens diese Hadith, wer jeden Tag das sagt oder wer das sagt oder wenn man das macht, und man denkt, boah, ich vergesse das, ey, heute habe ich, du legst dich im Bett und bist geschlafen und am nächsten Tag denkst du, boah, ich habe gestern gar nicht zum Beispiel dieses Subhanallah al-Azim gesagt. Ich habe gar nicht um Paradies gebetet. Ich habe gar nicht das gemacht. Und glaub mir, liebe Geschwister, das ist ein sehr schöner Nutzen. Macht das und ihr werdet sehen. Und wie gesagt, ich glaube, jedes Handy, ich meine, mittlerweile jedes Handy hat diese Erinnerung. Es musste keine App sein wie beim iPhone. Jedes Handy hat die Funktion, ich glaube damals alte Handys sogar, hatten die Funktion Erinnerung zu setzen. Ich weiß nicht, ob die dann die Erinnerung angezeigt haben, was du geschrieben hast. Aber ich glaube, mittlerweile besitzt jeder so ein Handy, wo man das sehen kann. Und das ist eine sehr gute Sache. Und natürlich gebe ich nochmal einen Tipp dabei auch. Das gibt's ja, wir haben ja viele Brüder, die Experten sind so mit Handys. Und wir kennen unter uns vielleicht Muslime, Brüder, die sich mit Technik gut auskennen. Vielleicht sollten sich mal Gedanken machen und so eine App machen. So eine App fürs Handy, wo man dann solche Sachen einbauen kann, die man gratis so ins Internet setzen kann und dann oder in App Store setzen kann und man sich holen kann und man auch viel belohnen kann. Weil dann, wenn du sowas erstellt hast und die Leute werden ständig an Allah Azzawajal erinnert, dann hast du einen Riesenlohn. Ja, und das ist wiederum eine Sache, die weltlich ist, aber wir für uns dann zum Nutzen machen. Und so soll der Gläubige sein. Schlauer, liebe Geschwister. Ja, es gibt Dinge, die sind von der Welt und wir machen sie noch besser für uns. Und das ist nicht, damit einer jetzt, um das auch in Klammern zu setzen, damit wir das auch erwähnt haben, das ist nicht, um deine Dunya gut zu sprechen. Nein, das ist einfach von jeder Sache den Nutzen herauszuholen. Das ist, Liebe, darum geht es sich. Von jeder Sache den Nutzen holen. Und Alhamdulillah, ich habe das erlebt und ich will dieses Erlebnis euch mitgeben und diese Information mitgeben. Wendet das an und ihr werdet sehen, liebe Geschwister, ihr werdet sehr viel davon haben. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.